Thema ZKL 1, ZKL 2. Wo stehen wir? Der Bericht der ZKL 1 ist für mich nach wie vor gültig und ich denke, das gilt für alle, die ihn damals mit erarbeitet haben. Und uns eint die Enttäuschung darüber, dass da politisch so wenig umgesetzt worden ist. Wir hätten uns nicht erwartet, dass es natürlich jetzt alles als Staatszielsieg alles gleichzeitig gemacht wird, aber dass so wenig passiert, das ist schon enttäuschend. Und in der aktuellen ZKL diskutieren wir momentan natürlich, wie man untersetzen kann, was wir damals erarbeitet haben. Also wie kommt man jetzt beispielsweise zu regionalen Agrar-Umweltkooperationen? Wie kann Honorierung von gesellschaftlichen Leistungen ausgestaltet werden? Aber auch natürlich Fragen, die sich aus den Protesten der Bauern jetzt in den letzten 4-5 Monaten ergeben haben. Da gibt es unterschiedliche Anfragen, auch aus dem Parlament und aus den Ministerien. All daran arbeiten wir momentan, brauchen dafür aber momentan einfach auch noch 2-3 Monate mehr. Ursprünglich gedacht. Was erhoffst du dir dann davon am Ende? Naja, ich erhoffe mir, dass wir den Faden einfach nicht reißen lassen, den wir mit dem ZKL-Bericht 1.0 aufgegeben haben. Und ich sehe die gesamte Politik, so Regierung und Opposition, in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind schon wieder auf dem Schlussspurt einer Legislaturperiode. Wir gehen in Richtung einer Bundestagswahl im nächsten Jahr. Das heißt, wir müssen jetzt auch die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass es dann endlich weitergeht. Denn die Bauernproteste haben ja nochmal gezeigt, es brennt all überall. Die Probleme wachsen immer mehr und es wird immer größer. Und wir müssen jetzt handeln, weil ansonsten werden wir nur getrieben. Mal ganz praktisch, was soll am Ende da stehen für die Landwirtschaft? Was soll sie tun? Was soll sie bekommen? Ganz praktisch brauchen wir ganz klare Rahmenbedingungen für solche Agrar-Umweltkooperationen. Wenn wir das im Rahmen der europäischen Förderprogramme machen, dann müssen damit auch die Reduzierung und die Verlagerung von Anlastungsrisiken auf die regionale Ebene kommen. Es geht um betriebsübergreifende Konzepte für Agrar-Umweltmaßnahmen. All diese Punkte müssen jetzt endlich auch honoriert werden. Es gibt die ersten Entwürfe in einigen Bundesländern dafür. Das muss aber auch bundesweit stärker vorangetrieben werden. Wir brauchen darüber hinaus einen vernünftigen Diskurs und Rahmen darüber, wie wir sowas finanzieren, in der Mischung aus haushaltsfinanziert, Wertschöpfungsketten finanziert, zusätzliche Abgaben und Erlöse aus der Privatwirtschaft. Ansonsten drücken wir uns auf eine ganz wichtige Debatte. Steht am Ende, so wie es ja auch gefordert wurde, dann der Bereich Klimaschutz, Biodiversität als Produktionsbereich? Aus meiner Sicht wäre es so, dass Landwirtschaft überall da finanziert werden muss und honoriert werden muss für eine Leistung, die sie bringt. Traditionell haben wir die Situation, dass Landwirtinnen und Landwirte Ernährung produzieren und Futtermittel produzieren. Jetzt haben wir seit 20, 30 Jahren verstärkte Produktion auch von Energie. Wir haben die Stoffproduktion für bestimmte chemische Grundlagen, für stoffliche Nutzung, für Dämmstoffe, fängt auch alles an. Und wir haben in einzelnen Bereichen von Deutschland heute schon Landschaftspflege als einen zusätzlichen Einkommenszweig, gerade in den Mittelgebirgen, in den Auenlandschaften, in den Schutzgebieten. So, und jetzt geht es darum zu sagen, wie kriegen wir Klimaschutz und Biodiversitätsschutz als zusätzlichen Einnahmezweig voll etabliert. Vor der Europawahl wurde ja eine Umfrage gemacht und da stand Ernährungssicherung relativ weit oben, Klimaschutz, Artenschutz gar nicht mehr. Ist das Thema durch? Nein, das Thema ist nicht durch, weil es ja nicht gelöst ist. Das ist ja so eine Illusion zu glauben, der manchmal, glaube ich, auch einige der protestierenden Bauern auf den Leim gehen. Wir werden diese Themen weiter haben. Der Klimawandel schreitet ungebrochen voran. Er beschleunigt sich momentan sogar. Und das heißt, wir werden zunehmend unter den Folgen leiden. Und wir müssen dringend anfangen, den Klimawandel wirksam zu begrenzen. Weil wir reden jetzt über das Leiden unter der Erwärmung von 1,3, 1,4 Grad. Wir sind auf dem Weg in eine 2,3 bis 3,0 Grad Erwärmung. Das wird noch ganz, ganz anders aussehen und wird Landwirtschaft brutalst betreffen. Mit gar keinem Wasser, zu viel Wasser, mit der Veränderung von Böden. All diese Dinge sind ungelöst und Landwirtschaft wird ein großer Verlierer sein. Ich nehme wahr, eine Gemeinsamkeit anscheinend zwischen Umweltverbänden und Landwirtschaftsverbänden. Große Enttäuschung darüber, dass man eine Lösung vorgeschlagen hat und die Politik scheint einfach nur zu bremsen. Wie bricht man denn das auf? Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite die Anspruchshaltung ganz klar an die Bundesparteien, die im Bundestag vertreten sind, formulieren, dass sie sich damit auseinandersetzen, das auch stärker einfordern. Und dafür bietet ein Wahlkampf natürlich immer jede Menge Möglichkeiten. Und wenn wir uns erinnern, haben wir damals den ZKL-Bericht quasi in die Hochphase oder Endphase eines Wahlkampfs gemacht. Da konnte man sich sozusagen vor diesen Diskussionen noch so ein bisschen wegducken. Das wird jetzt anders sein. Und das Zweite ist, wir werden aus Landwirtschaft, aus Umweltverbänden, aus zivilgesellschaftlichen Organisationen heraus, vielleicht mit Unterstützung der Kommunen, selber anfangen müssen, Lösungen von unten nach oben aufzubauen, damit wir einfach auch Beispiele haben, damit wir Pilotregionen haben, damit wir zeigen, dass es funktioniert. Sowas wie das Franz-Projekt.
Da gibt es das Franz-Projekt, es gibt das Feuerwehrtopf-Projekte in Schleswig-Holstein, es gibt im Land Rheinland-Pfalz 2, 3 Modellregionen. Also es gibt überall erste zarte Pflänzchen, das müssen wir skalieren, das müssen wir aufbauen. Dann kommen die Dinge auch bundesweit besser ins Rollen. Und wenn die Politik gar nicht hinterherkommt, ZKL sozusagen zu den Akten legt, was dann? Dann wäre meine Hoffnung, dass wir auf der einen Seite einen Modus finden, wie wir diese Gesprächskultur, die wir in der ZKL haben, auch ohne Mandatierung hinbekommen. Und auf der anderen Weise werden wir in unterschiedlichen Koalitionen und Konstellationen sicherlich immer weiter Druck auf Politik machen und dann eben die einzelnen Themen weiter versuchen hochzuhalten. Ist das Zuversicht bei dir oder was ist das? Das ist totale Zuversicht, weil ich weiß, dass die Probleme im Bereich Natur und Klima so groß sein werden, dass wir uns alle, weder die Politik noch wir noch die Landwirtschaft, davor wegducken können. Von daher, es kommt je früher man handelt und je strukturierter und vorbereiteter man handelt, desto günstiger ist es, desto mehr Zeit hat man für die Maßnahmen, die man sich vornimmt. Und je später man das macht, desto teurer wird es und desto blöder wird es in der Diskussion. Also nicht aufgeben und zusammenbleiben. Aufgeben ist nie eine Variante, die man sich erlegen sollte.